Dieser Club aus dieser Stadt, mit dieser Geschichte, mit dieser Seele, bekannt auf der ganzen Welt, verbunden auf ewig mit dieser Stadt. Seit jenem 8. März 1899, als 15 Frankfurter Freunde den Fußballclub Viktoria gründen und damit den Grundstein legen für die 125-jährige einzigartige Erfolgsgeschichte unserer Eintracht. Vom Riederwald über das Bankenviertel bis hinaus in den Stadtwald, der Herzschlag der Eintracht ist überall zu spüren. Ein Club so facettenreich, so wunderschön, so wild und so einzigartig wie seine Heimat. Frankfurt und die Eintracht, Stadt und Club, unzertrennlich miteinander verbunden. Die Schönheit des Fußballs. Sie ist Teil der Eintracht-DNA. 1959 holt die Eintracht den bislang einzigen deutschen Meistertitel nach Hessen. Frankfurt ist erstmals Fußball-Feierhauptstadt der jungen Republik. Es bleibt nicht die letzte Party, doch es ist der DFB-Pokal, zu dem unser Club eine ganz besondere Beziehung entwickelt. In den goldenen 70ern verzaubert die Mannschaft um Hölzenbein, Grabowski und Nickel eine ganze Generation von Fußballfans mit ihrer Definition des Spiels und holt zweimal in Folge den DFB-Pokal. Angeführt von ihrem treuen Charlie kommt die Eintracht auch in den 80er Jahren zweimal mit dem Pott zurück nach Hessen. Nach 30 langen, titellosen Jahren eskaliert dann ein ganzer Club im Frühsommer 2018. Der denkwürdige Finaltriumph über den FC Bayern ist mehr als der 5. DFB-Pokalsieg. Er ist ein Statement und ein Startschuss in eine neue Eintracht-Ära. Voller Leidenschaft, voller Selbstvertrauen. Eine Ära, die mit dem Europa-League-Sieg 4 Jahre später ihren vorläufigen Höhepunkt findet. Eintracht Frankfurt international. Den großen FC Barcelona im eigenen Stadion akustisch und fußballerisch zum staunenden Statisten degradiert. So etwas hat die Fußballwelt noch nicht gesehen. Und sie wird es wahrscheinlich auch nie wieder tun. Die einzigartige fußballerische Pilgerreise quer durch den Kontinent wird dann in einer Sommernacht von Sevilla gekrönt. In einer selten erlebten Symbiose zwischen Mannschaft und Fans stürmt die Eintracht zum Europa-League-Sieg und qualifiziert sich erstmals für die Champions League. Überall auf der Fußballwelt staunt man über die Wucht und die Energie dieses Clubs aus dem Herzen von Europa. Nach dem UEFA-Cup-Sieg 1980 in zwei dramatischen Endspielen gegen Borussia Mönchengladbach, perfekt gemacht im heimischen Waldstadion, ist es der 2. internationale Titel für diesen Club, der den Europapokal lebt und liebt wie kaum ein anderer. All das funktioniert aber nur dank euch, den Fans der großen Eintracht-Familie. Wen es hier erwischt, den erwischt es richtig. Denn dieser Club aus dieser Stadt ist nichts für schwache Nerven. Wer der Eintracht einmal verfallen ist, der trägt sie in sich. Mit all ihren Emotionen, mit all den denkwürdigen, den wunderbaren,
aber auch all den dramatischen Momenten. Egal ob zu Hause im Deutsche Bank Park oder weit weg von daheim, ihr seid immer da. Kein Weg zu weit, keine Reise zu strapaziös. Weil Leidenschaft und Hingabe euch antreiben. Immer und immer wieder. Auch in Zukunft. Sie gehören zur Eintracht wie der Adler zum Emblem. Starke Frauen, spielstarke Frauen, sportbegeisterte Frauen. Zusammen in Eintracht noch stärker. Von unseren Profifußballerinnen, die die erfolgreiche Frankfurter Frauenfußballtradition fortsetzen und inzwischen sogar Königsklassenluft schnuppern, bis hin zu den unzähligen sportbegeisterten Mädchen und Frauen am Riederwald. Denn die Eintracht ist so viel mehr als nur Fußball. Mehr als 50 Sportarten haben hier ihr Zuhause. Viele große Karrieren haben in den Breitensportabteilungen der Eintracht ihren Anfang gefunden. Bei uns dürfen schon die Kleinsten zeigen, was sie können. Und nach oben, da setzen wir uns ohnehin keine Grenzen. Mit der Eintracht wird man alt oder man bleibt mit ihr jung. Eintracht Frankfurt ist eine Familie. Eine Familie, die für Vielfalt steht. Im Sport, aber auch gesellschaftlich. Denn auch die Eintracht blieb nicht verschont von der dunkelsten Zeit der deutschen Geschichte. Ein zerstörter Riederwald und die Angst unserer jüdischen Mitglieder erzählen von einer Zeit, die sich nicht wiederholen darf. Und die uns alle mit einem Bewusstsein dafür ausgestattet hat. Wir wollen ein Zuhause sein für alle Sportlerinnen und Sportler, die Toleranz und Demokratie leben und genau dafür einstehen. Das leben wir vor. Schon bald zählen wir 140.000 Mitglieder, nicht ohne Grund. Ein bunter Club in Eintracht, eine Familie, ein Lebensgefühl. Die Faszination Eintracht Frankfurt, die Bindung der Menschen zu diesem Club, hat aber auch noch eine ganz andere emotionale Ebene. Denn so schön Titel und Triumphe sind, so sehr prägen diesen Club und seine Fans auch die schweren Stunden. Wie das Trauma von Rostock 1992, als die Mannschaft um Toni Yeboah, Uwe Bein und Andy Möller Fußball 2000 spielt, die Hand bereits an der Meisterschale hat und so dramatisch scheitert, wie es eigentlich nur die Eintracht kann. Doch Lebe geht weiter, auch nach dem ersten Abstieg 1996, dem noch drei weitere bittere Gänge in Liga 2 folgen. Die Diva liebt das Drama und die harten Zeiten stärken die Liebe der Menschen zu ihrer Eintracht. Denn nur wer weiß, wo er herkommt, weiß zu schätzen, wohin er geht. Und die Lust auf Neues ist größer denn je.
Die Eintracht wird dank der Menschen, die diesen Club leben, bewusster wahrgenommen als je zuvor. Überall in der Welt. Digitalisierung und Internationalisierung öffnen neue Möglichkeiten. Die Heimat aber, die ist und bleibt Hessen. 125 Jahre. Eine lange Zeit, in der sich Stadt und Club maximal verändert, ihre Strahlkraft und Magie aber über all diese Jahre bewahrt haben. Die Eintracht, gewachsen aus dieser Stadt, geprägt von diesen Menschen. Mit dieser Mischung aus bewegter Geschichte und ambitionierten Zukunftsvisionen fasziniert sie uns jeden Tag aufs Neue. Und sie wird es auch weiterhin tun.